Ne, die Wachen und so alles ausschalten, was da sind. Ich mach dir ein Video, wie ich das alleine mache. War Thunder, können wir ja auch mal zusammen zocken. Hast du ja jetzt. Hab ich ja, hab sogar schon das andere gemacht, aber... Ich hab das schon, ich kenne das schon, ich mag das nicht so. Hätte ich gar nicht gucken, hätte ich gar nicht. Man, als YouTuber musst du jedes Spiel zocken, wenn du einen Gamer-Channel machst. Ich habe nicht nur einen Gamer-Channel, ich habe auch einen Musik-Channel. So, ich bin wieder dran. Jo. 100 ist eingeloggt. Ja. Nee, ich überlege. Was man noch für Videos oder so machen kann, außer Wartan, ne? Ja, wie gesagt, ETS 2 könnten wir zusammen machen, War Thunder, Heyday 2. Counter-Strike hast du ja nicht, ne? Nee, habe ich das Geld nicht dafür. Kostet 20 Euro oder so. Ja, müssen wir mal gucken, was ich so finde in meinen Inventaren, was ich dir noch so geben kann. So nach und nach. Oder mal bei Kollegen rumfragen. Ja, Counter-Strike würde ich, wie gesagt, auch. Und am besten mit die Add-ons. Ja, von Spielen kriege ich eh nur Standardlizenzen. Also DLCs ist ganz selten, dass da jemand welche über hat. Ja. Und wenn, dann gucke ich natürlich auch erstmal, ob ich die schon, wenn ich sie nicht habe, nehme ich sie mir natürlich. Ja, ist ja richtig. Ich hab noch nie so eine Scania-LKW gefahren hier in Polen. Ich dachte, hier gibt es sowas nicht, außer nur oben in Skandinavien. Keine Ahnung. Geh wieder hoch auf 100. Jo. Hat vielleicht jemand da stehen lassen, für uns. Wisst ihr, was ich am überlegen bin? Was denn? Ob wir die Kennzeichen alle ändern. So ein Firmenkennzeichen, wisst? Ja, da war ich auch schon. Das war auch mal schon eine Anregung für mich. Aber du kannst nicht den Leuten alles wegnehmen. Du kannst nicht sagen, hier, ihr müsst Firmenkennzeichen, Lackierung und Tech. Also, irgendwo musst du den Leuten ein bisschen Spielraum lassen schon. Ja, das war doch bloß nur ein Dings gewesen, eine Frage. Also, ich werde definitiv mein Kennzeichen drauf lassen. Ja, ich lasse meins auch oben. Nee, war bloß so ein komisches Beispiel, aber... Könnte man auch noch machen, klar, kein Ding. Aber das muss dann definitiv erst abgesprochen werden. Und vor allem, was möchtest du als Kennzeichen nehmen? Ja, gute Frage. Also Wolle bleibt auf jeden Fall. Wolle bleibt auf jeden Fall bei seinen L. Ja, wenn ein Firmenkennzeichen ist, wo ist der Sitz? Berlin? Ja. Also ein B. Und dann, ja. Blitzer. Ja, Lack. Auf 80, ich... Geh wieder hoch. Der hat gerade einen Scanner geklaut von mir. Ja, keine Ahnung. Was willst du machen? B und dann... ist die Frage. Ah, das ist doof. Lassen wir es so. Ja. Aber man hätte sie praktisch nehmen können. Ja, das Problem ist, du musst halt ein Firmenkennzeichen haben, ne? Ja. Und DFSL ist nun mal so eine... Ja, was willst du da nehmen? Willst du SL nehmen, DF oder DS oder DL? Hätte sonst eigentlich SL gereicht. Ja. Boah, ich bin hier gerade voll am Abkacken. Komm nicht über die 70. Was hab ich denn überhaupt geladen? Und dann praktisch die Nummern, wisst? 01, 02, 03, 04. Ich bin die 007. Nee. Doch. Gibt's bloß 01. Was? Gibt's bloß 01, 02, 03 und dann geht's weiter. Nee, warum? 000.
Dreistellig. Naja, warum drei Stellen? Was machst du, wenn du den 100. dazu kriegst? Ach, naja, dann 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, dann 10, 11, 12, 13, 14. Warum? Du kriegst die 00, der Opa die 01 und dann kommen die anderen Stellvertreter und ich krieg die 07. 007. Ich hab die Lizenz zum Fahren. kannst du Tanke mal raus? Ich muss. Nee, ja. Ich muss nicht. Alles gut. Nee, ich muss noch nicht. Kap 90 drin, Polen, ne? Ja, wir sind noch in Polen, ne? Ja und? Ja, wegen Tanken, wegen günstig. Ah, du bist schon vorbei, ne? Jetzt ja. Das ist egal, fahr die nächste Mal raus, wenn wir da noch in Polen sind. Mir ist das egal mit den Tanken, wo ich bezahle. Sag Bescheid. Bei mir grad. Sag Bescheid, wenn du dran bist. Jo, mach ich. Dann geh ich hoch auf 100. Bei mir leckt's grad voll. Bei mir leckt es grad voll, ich weiß nicht warum. Obwohl keiner hier in der Gegend ist. Nicht mal ich, ne? Ja, doch. Nee, aber keine Ahnung, aber wirklich permanenten Stoppen kurze. Ja, weil du immer auf meine Tab hochkommst. Ich hab 90, wie gesagt, drin. Ja, ich bin bei 100. Na, ich gehe auf 80. Wenn du dran bist, musst du Bescheid sagen. Ja. Lackt immer noch? Jetzt hat's aufgehört. Nee, ja. Doch, lackt immer noch. Lackt immer noch. Jetzt aber nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr. Aber jetzt? Ja. Weil hier welche aufspawnen. Auf der Tab-Liste. Ist normal. So, ich gehe hoch auf 90 erstmal. Ja, nee, normalerweise leckt's nicht, wenn irgendjemand auftaucht auf der Karte. Bei mir schon. Zur Physik immer, dass jemand kommt. Bei mir im Normalfall nicht. Na, ist egal. Ich bremse ab, ne? Ja, wir müssen da eh runter. Kap erstmal 70 drin, da kommt ein Blitzer. Oh, Glück gehabt. Z-Master ist hier online. Arschkrampe. Wo steht denn der beschissene Blitzer? Nö, hat er gerade geschrieben. Hello, ETS 2 MP. Nee, ich meine, wo der Blitzer steht. Ach so, wo der Schild stand, ein Stück weiter. So, okay. Muss mal schreiben, Arschkrampe. Nee. Du bist dran, ne? Dann. So gut wie, ja. Ja, dann geh ich wieder hoch auf 100. Wir müssen gleich wieder ab. Ein bisschen da vorne ab, ja. Mag den Z-Master nicht. Ja. Ist er einer der meistens dreckend. Wie bitte? Ist einer der meistens direkt. Hat sich da einen guten Ruf aufgebaut. Ja. Permanent dann. Eigentlich nicht so toll, aber naja. Ich meine, ich fahre mal so, dass mir keiner was machen kann und fertig. Ich fahre auch 160 und überhole. Soll ich dran. Hoch auf 100? Ja. Man merkt, dass ich abhaue, ne? Nö. Ich bin ja noch nicht auf dem Gas, ich hänge dir auf der Stoßstange. Bitte rüber jetzt so. Halt ein bisschen Abstand vor euch Lackentür. Ja, ja, passt schon. So, nächste Tanke müssen wir raus. Bei mir ist gerade auf Reserve gesprungen. Da kommt sie. Perfekt.
Hab keinen Bock, unterwegs stehen zu bleiben. Das ist mir das letzte Mal passiert. Da war ich mit John und Opa unterwegs und da haben die mich, bin ich 2 Meter vor der Zapfsäule stehen geblieben, weil mir der Sprit ausgegangen ist. Da haben sie mich da drauf geschoben, ey. Das war eine Arbeit von 10 Minuten. Dann tanken wir mal fix voll für 1,22 kann man das wohl tun. Okay, wir können. Geh wieder auf 100. Ja, ich bin gerade mal bei 70. Langweilig. Aber egal. 100 ist drin und gut ist. Jo. Ich hab jetzt 105 drin, ich komme langsam näher. Jo. Und ich muss auf WhatsApp gucken, weil meine Schwester schreibt. Also nicht wundern, wenn ich mal gerade ein bisschen besoffen war. Wie alt ist sie? Nicht wundern, wenn ich gerade ein bisschen besoffen war. Nein, ich frag, wie alt deine Schwester ist. Sah ich dir nicht. Na sag mal. Nö. Na sag. Sag dir später. Älter wie 18? Ja. Hat sie einen Freund? Ja. Scheiße. Sieht sie gut aus? Ja. Dann hatte sie einen Freund. Nein, hat. Mal schauen, wie lange. Verlobt? Heiraten bald? Ah, ist ein Grund, aber kein Hindernis. Kinder? Nein. Die älter wie 25? Ja. Oh Gott, dann ist es zu alt für mich. 33. Ach du Scheiße, nee. Kauf doch keine Omas. Oma. Für mich schon. Hallo, mit 33? Dann ist das Leben vorbei. Oh scheiße, ich bin auch schon 24. Oh Mann, naja. So, ja, ich bin wieder so halbwegs dran. Ja, und ich gehe in der Eisen. Puh, Blitzer. Ja, da kommt auf 80, ne? Geht denn das Schweineding? Die gebe ich wieder auf 100. Hast du ihn gesehen? Ja, bin schon vorbei. Ich geh schon wieder auf dem Gas, aber das bringt hier ja nicht viel. Aber jetzt mal einen Schluck trinken hier. Bisschen Vanille-Cola, bisschen Werbung machen. Vanille-Cola aus Polen. Nee, ist Deutsche. Warst doch gerade bei der Tankstelle. Habe ich mir Kippen gekauft, aber da ist nur Sägemehl drin in der Packung, leider. Huch, da kam der Seitenstreifen näher. Links rüber, einspurig. Jo. Kasse die ollen Dinger hier. Mit einspurig.